Und hier ist die Königsmacherin von Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Silvia Löhrmann. Hi, Frau Löhrmann. Servus, schön, dass Sie da sind. Wir sind sehr erfolgreich gewesen. Wir haben auch direkte Demokratie durchgesetzt. Und man muss klare Ziele haben. Man muss aber auch das politische Handwerk beherrschen. Und das können wir Grünen inzwischen. Man muss ja einmal wissen, Wind und Sonne schreiben keine Rechnung. Das heißt, wir müssen die natürlichen Ressourcen nutzen, müssen kleine, dezentrale Kraftwerksanlagen bauen. Und das ist auf Dauer rentierlicher. Richtig ist aber auch, dass die von Frau Löhrmann beschriebenen kleinen Kraftwerke noch lange nicht den Strom liefern werden, den ein Industrieland wie NRW braucht. Von daher werden wir ohne die von den Grünen so ungeliebte Kohle sich ja noch lange nicht auskommen. Was ist die wichtigste Zielsetzung der Grünen in der kommenden Legislaturperiode, egal ob Regierung oder Opposition? Dass wir die Energiewende beschleunigen, weil wir sonst nicht zukunftsfähig sind. Wie könnte man dem Zurückgehen von Ehrenamtlern in so ziemlich allen Bereichen, Freiwillige Feuerwehr, Gemeindearbeit und so weiter, und vor allem das zurückgehende Engagement von Jugendlichen entgegenwirken? Indem wir das zum Beispiel in Schulen auch schon praktizieren. Da gibt es auch sehr gute Beispiele, dass Jugendliche ins Altenheim gehen, da helfen ältere Leute, kommen in die Schule, lesen was vor, da kann man Kooperationen machen. Und wenn die jungen Leute das lernen, wenn das vielleicht auch in eine Sozialbewertung, ein Feedback einfließt, dann ist das motivierend. Zum Beispiel könnte NRW definitiv am Ostausbau sparen. Solidarität ja, Verarmung durch Hilfe nein, heißt es hier. Ja, das ist ein völlig berechtigtes Thema. Nur ist dieser Solidarpakt leider bis 2019 gebunden durch ein Bundesgesetz. Wir Grüne sagen, da muss es Verhandlungen geben. Wir wollen so schnell wie möglich weg vom Soli Ost auf einen Bedarfspakt. Aber das geht nicht, indem wir die Städte Ost und West gegeneinander ausspielen. Es gibt Städte im Westen, denen geht's gut. Es gibt Städte im Osten, die haben auch noch Not. Also nicht nach Himmelsrichtung, sondern nach Kriterien. Wo die Bedürftigkeit da ist, da soll das Geld hinfließen. Ich will ja nur darauf hinweisen, abstrakt sparen sagen alle, abstrakt Schuldenabbau sagen auch alle. Und wenn man dann einen konkreten Vorschlag macht, nee, da nicht. Ich zeige ja nur auf das Dilemma. Wie viel Spaß macht es, mit einer Schuldenbremse Wahlkampf machen zu müssen? Die Schuldenbremse steht in der Verfassung, die müssen wir einhalten und wir müssen darauf zuarbeiten. Und wir haben damit ja auch angefangen, als wir losgelegt haben, sah es nach 6 Milliarden Schulden aus. Wir haben das halbiert auf 3. Immerhin. Es polarisiert auf jeden Fall und Leute haben eine Meinung. Und das ist auch nicht immer sehr